Wir trinken ihn schwarz, mit Milch, mit Karamell, mit Schuss oder irgendwie noch ganz anders. Aber eines tun wir auf jeden Fall gerne. Gerne und viel Kaffee trinken. Aber was macht eigentlich einen guten Kaffee aus? Schließlich soll er ja nicht nur der Wachmacher am Morgen sein, sondern auch Genussmittel. Bis unser Lieblingsheißgetränk in der Tasse landet, legt er einen weiten Weg zurück. Denn Klimawandel hin oder her, bisher können wir in Hamburg keine Kaffeebohnen ernten. Und weil man über diese Tatsache und die damit zusammenhängende Nachhaltigkeit beim Handel doch recht selten nachdenkt, wollen wir uns nun damit beschäftigen. Wie kommt eigentlich ein guter Kaffee in die Tasse? Wenn es jedem bewusst wird, wenn er die Tasse nur in die Hand nimmt, was da alles stattgefunden ist, bis er diese Tasse in Hand hält, das ist jetzt nicht mal eben Apfelsaft, wo das irgendwie um die Ecke ein paar Äpfel gesammelt wurden und gepresst wurden, sondern diese Tasse hat schon ungefähr, ich weiß nicht, vielleicht im schlimmsten Fall 12.000 Kilometer gesehen, ungefähr 100 Hände haben diese Bohnen gesehen. Das muss einem Kaffeekonsumenten bewusst sein. Andreas Kalinowski ist Röstmeister in der Speicherstadt Kaffeerösterei. Er kennt den Weg, den die Bohne zurücklegen muss, bis die dampfende Tasse auf dem Tisch steht. Erstmal muss man sich mit der Basis auseinandersetzen. Das heißt, Rohkaffee. Ist der Rohkaffee frisch? Wo kommt der Rohkaffee her? Was will ich eigentlich später in der Tasse haben? Möchte ich mehr Säure, mehr Fülle? Wo wird dieser Kaffee dann eingesetzt? Wird das ein Filterkaffee? Wird das ein Espresso sein? Wird das als reine Sorte verkauft? Dabei spielt die schonende und langsame Röstung eine maßgebliche Rolle. Der Röstmeister feilt durch das Variieren von Röstzeit und Temperatur an der Aromavielfalt des Kaffees. Man kann auch nach Akustik rösten. Das heißt, es gibt zwei Phasen, die der Kaffee einem Kaffeeröster so ein bisschen vermittelt, wann er eigentlich fertig ist. Und zwar spricht man von dem sogenannten First Crack. Der First Crack ist passiert eigentlich folgendes. Das heißt, der Kaffee verliert an Feuchtigkeit und gewinnt an Volumen und irgendwann entsteht eigentlich, er knackt. Und beim zweiten Knacken passiert, das heißt, der Kaffee gibt beim ersten Knacken eigentlich den Hinweis, so, ich bin bald fertig. Dann gibt es das sogenannte zweite Knacken, das ist ungefähr der Hinweis, ich bin schon längst fertig. Das heißt, man muss eigentlich zwischen diesen zwei Knackphasen, muss man den Kaffee dann rausnehmen. Bei einer Temperatur von 215 Grad wird die Bohne hier zwischen 17 und 22 Minuten geröstet. Günstige Supermarktkaffees werden dagegen häufig nur wenige Minuten bei Temperaturen von bis zu 800 Grad Schock geröstet. Um ein Bewusstsein für Kaffee zu schaffen, bieten viele Röstereien Kaffeeseminare an. Hier erfahren die Teilnehmer mehr über die Herkunft des Kaffees, vom Anbau über die Ernte bis zur Verarbeitung. Die gehen nicht in den Hochland, haben sie schon gespart, weil da können sie auch zum Beispiel maschinell essen. Für mich ist der Geschmack das Entscheidende daran. Es ist für mich kein Getränk, sondern eher ein Nahrungsmittel. Deswegen bin ich eigentlich beim Trinken auch eher ein Teetrinker oder ich trinke auch viel Wasser. Aber wenn ich mal sozusagen ein gutes Nahrungsmittel zu mir nehmen will, zum Genießen, dann nehme ich Kaffee. Unter den Konsumenten ist der Wunsch nach einem Produkt, das unter fairen Arbeitsbedingungen entstanden ist, gewachsen. Viele Importeure und Röstereien achten daher verstärkt auf Nachhaltigkeit beim Kaffeeanbau und Transparenz beim Einkauf. In der Speicherstadt wird Kaffee direkt von einer Frauenkooperative aus Honduras gekauft. Es gibt keine Zwischenhändler dazwischen. Das heißt, wir bezahlen den Kaffee direkt bei den Bäuerinnen oder Farmerinnen in diesem Fall. Genau dasselbe haben wir auch vor, mit anderen Ursprungsländern zu haben. Wir haben das auch mit Äthiopien gemacht, mit Indonesien, wo man den Kontakt zu demjenigen hat, der die Pflanze betreut, wo das Produkt durchgereicht wird. Der Farmer pflügt die Kirschen, bereitet sie auf und gibt das an uns. Wir veredeln sie und geben das an unseren Kunden. Das ist das, was für Nachhaltigkeit sorgt, wo alle in diesem Spiel davon profitieren. Derjenige, der den Kaffee liebt, der legt Wert auf allen Ebenen, dass er gut einkauft, dass er gut röstet, dass er ihn gut zubereitet, dass er auch gut den an den Kunden bringt. Und das merkt man auch in den Tassen.